Florian Spathelf und Florian Metz haben eine Geschäftsidee. Mit ihrem Start-up Meine Spielzeugkiste ermöglichen sie es Eltern, Kinderspielzeug zu leihen, anstatt es zu kaufen. Was sie allerdings nicht haben, Geld. Statt von Banken oder klassischen Investoren versuchen sie, das Startkapital auf der Plattform Companisto von den Netznutzern zu bekommen. Innerhalb von 10 Tagen haben wir unser Funding-Limit von 100.000 Euro erreicht, bekamen das Geld von 370 Companisten und es war eine total tolle Phase. Nicht nur, dass wir gesehen haben, wow, es gibt Menschen, die nicht nur unser Produkt überzeugt, sondern auch unser Geschäftsmodell dahinter und sie sagen, ich investiere in euch. Crowdfunding, das Einsammeln von Geld über das Netz, ist auch in Deutschland nicht mehr ganz neu. Das sogenannte Crowdinvesting unterscheidet sich allerdings in einem entscheidenden Aspekt vom Crowdfunding. Die Geldgeber erhalten als Belohnung keine Produkte, sondern ihnen steht, je nachdem, wie viel sie eingezahlt haben, ein Anteil der Unternehmensgewinne und Veräußerungserlöse zu. Sie sind also so etwas wie Miteigentümer der frisch gegründeten Unternehmen. Je nach Plattform können sich Mikroinvestoren schon mit Summen ab 5 Euro beteiligen. Carsten Wenzlaff war einer der ersten, die sich in Deutschland mit dem neuen Phänomen beschäftigten. Er beobachtete, wie innerhalb weniger Jahre aus dem Nichts ein professioneller Markt entstand, über den alleine im letzten Jahr mehr als 15 Millionen Euro Start- und Wachstumskapital eingesammelt wurden. Wenzlaff glaubt an ein marktveränderndes Potenzial. Und das setzt die Banken unter Druck, weil auf einmal kommt da eine Plattform daher, die eine Dienstleistung macht, die vielleicht sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was sie auch machen könnten. Und dann auf einmal die Startups sich wirklich auswählen können, sagen können, nein, ich nehme jetzt den Bankkredit nicht, weil ich könnte auch Crowdinvesting machen. In der Tat vereint Crowdinvesting für Startups viele Vorteile. Es ist ein unbürokratischer und schneller Weg, an das nötige Startkapital zu kommen. Und zusätzlich zum Geld gibt es einen Schwarm von Unterstützern. Denn wer vom Unternehmenserfolg profitiert, der rührt im Freundes- und Bekanntenkreis fleißig die Werbetrommel. Öffentlichkeit und Begeisterung. Genau das hätte sich Dennis Bemmann für sein erstes Startup gewünscht. Das hieß StudiVZ und es verlor irgendwann praktisch alle Nutzer an Facebook. Nun hat Bemmann eine eigene Crowdinvesting-Plattform gegründet. Die erste, die versucht, das Konzept auch auf Immobilienfinanzierung zu übertragen. Ich sehe tatsächlich Crowdinvesting als Demokratisierung von Venture Capital, weil es eben erstmals Privatleuten, die nicht über die Kontakte verfügen und die nicht über sehr, sehr viel Geld verfügen, möglich wird, in junge Unternehmen zu investieren. Und nun skalieren wir das Ganze eben auch auf das Thema Immobilien. Die Vorteile für Anleger liegen auf der Hand. Ein geringeres Risiko als bei Startups, garantierte Verzinsung und ein Anteil an der Wertsteigerung der Immobilie. Aber wenn es nur noch um die Rendite geht, was unterscheidet Crowdinvesting dann überhaupt noch von den bürokratengrauen Wertanlagen der Banken und Fonds? Weil die Leute Mitunternehmer sein wollten. Und natürlich wollen die Leute auch Mithäuslebauer werden. Wenn man sagt, hier ist ein Projekt, das ist vielleicht nachhaltig, ökologisch und so weiter, ich glaube, das klappt. Wenn man das nur als ein reines Instrument nimmt, um den nächsten Häuserblock zu finanzieren, dann glaube ich, ist das sozusagen sehr, sehr schwierig. Crowdinvestoren müssen zudem immer davon ausgehen, dass sie nichts von ihrem Geld wiedersehen. Hunderte Investoren haben bereits in Startups investiert, die mittlerweile pleite sind. Dem Erfolg des Modells tut dies allerdings keinen Abbruch. Meine Spielzeugkiste etwa hat gerade als eines der ersten Startups sogar eine zweite Finanzierungsrunde über die Crowd erfolgreich abgeschlossen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Companisten. Jetzt auf der letzten Spielwarenmesse haben wir uns mit einigen davon getroffen. Also wir pflegen da ein sehr gutes, offenes, transparentes Verhältnis und haben sogar schon eine Mitarbeiterin gewonnen unter unseren Companisten und kürzlich sogar noch einen Mitarbeiter. Crowdinvesting hat schon einigen Startups dabei geholfen, ihre Pläne zu verwirklichen und es hat tausende Hobbyanleger in Investoren verwandelt. Jetzt gilt es, die Fehler von Wall Street und Co. zu vermeiden und Investoren nicht mit immer höheren Renditeversprechen anzulocken. Denn wenn es um Geld geht, ist die Gier nie fern.